müssen wir zusammen. Ja, super. So, Daniela und jetzt eins zu mir. Schön, dass ich Sie mal treffe. Ich gucke immer fleißig bei Facebook bei Ihnen. Vips in the City. Sie haben so viele Kommentare. Welche City ist es denn? München? Noch sind wir nur München. Aber sagen Sie, bei den vielen Kommentaren, lesen Sie da überhaupt noch welche? Ja, das ist meine Abendlektüre. Also ich lese tatsächlich auch jedes Kommentar und antworte auch ganz fleißig. Also nicht immer, nicht immer sehr viel, aber so 2-3 Sachen beantworte ich immer. Ne? Es gibt ja auch den Leuten sehr viel und auch diese Nahbarkeit. Ne? Dass sie das Gefühl haben, sie sind, dass ich auch wirklich da zuhöre, das lese und das auch wirklich da Anteil nehme. Ne? Wie sagt man das denn? Dass ich, da ich kann es auch bestätigen, das dauert oft bis spät in die Nacht, auch oft zu meinem Verdruss, aber ich muss natürlich akzeptieren, dass auch soziale Netzwerke sehr wichtig sind und auch der Kontakt zu den Menschen, die sie lieben, natürlich auch sehr wichtig ist. Wie ist denn das mit Instagram und Facebook, Snapchat etc.? Was ist so Ihr Lieblingssoziales Medium? Facebook natürlich, ne? Ja, nee, mittlerweile eigentlich so beides. Also ja. Ich finde beides sehr wichtig. Beides ist jetzt was? Also gefühlt Instagram ist ein bisschen jünger. Kann das sein? Ja. Und Facebook, würde ich sagen, haben also eher so die meisten. Nicht jeder hat Instagram, aber die meisten, fast alle haben Facebook. Und Sie haben heute hier auch schon gepostet vom Bayerischen Hof. Ich konnte noch nicht gucken. Was haben Sie gepostet? Ich habe, glaube ich, in der Instagram-Story habe ich was reingemacht. Ja, sie hat gerade eben vom Balkon gefilmt, wie ihr hier unten alles steht. Genau. Und dieses Geblitze und Wirrwarr halt von Kameras, das hat sie gepostet. Ja, weil es halt auch für die Leute immer schön ist zu sehen, wie das so hinten dran abläuft. Ne? So hinter den Kulissen, wer da so steht, wie das so abläuft. Ja. Heute Abend kann man ganz tolle Sachen ersteigern. Unter anderem, entschuldige, er blitzt uns genau ins Bild, dann ist irgendwie mit der Blende ein bisschen blöd. Zum Beispiel für ein Konzert mit Helene Fischer oder Andreas Gabalier mit VIP-Package und Shuttle-Service, ach was weiß ich alles. Was sind denn so Künstler, wo sagen Sie, ich meine, Sie sind ja selber Künstler und in der Szene verhaftet, aber wen würden Sie denn gerne mal treffen? Wen ich gerne mal treffen würde? Sobald die Zeit es zulassen würde, wäre das natürlich auch schön. Ne? Das ist bei uns immer ein Faktor. Irgendwo hinzufahren zu einem Konzert oder so, die Zeit ist uns meistens nicht gegönnt. Tatsächlich? Absolut nicht. Weil wir haben so viel zu tun in der Öffentlichkeit oder unterwegs zu sein, dass wenn wir wirklich einen Tag frei haben, der im engsten Kreis der Familie verbracht wird. Das ist unsere Tochter natürlich an erster Stelle. Und wichtiger als jeder Superstar der Welt ist in dem Moment unsere Tochter. Das stimmt. Natürlich. Ja. Aber ansonsten würde ich gerne mal die Martina Hill treffen, aber verkleidet als mich, die mich ja schon bei Switch parodiert hat, aber so in dem Katzenberger-Style. Ich hätte mir das total lustig vor, da ist Uli. Hallo. Kann ich mir auch lustig vorstellen. Ja. Sie haben gerade gesagt, Ihr Superstar ist Ihr Kind. Heute geht's um die Kinder. Ich hoffe, Sie haben einen dicken Geldbeutel oder dicke Scheckheft oder die Kreditkarte dabei. Ja, ein bisschen was mit, ja. Ja. Wir gucken mal, was es da so gibt und dann werden wir ein bisschen mitbeten, ne? Ja. Klar, sehr gerne.